Madeleine. Madeleine ist etwas richtig Feines, aber auch langweilig. Und darum zeige ich euch jetzt, wenn ihr das upgraden könnt. Und wir fangen direkt an mit dem Madeleine-Teig. Das heisst Butter, Zucker und Zitronenabrieb luftig schlagen. Und dann kommt Eier, Backpulver und Mehl dazu. Relativ simpel also. Alles zu einer glatten Masse vermengen und in der gefetteten Förmli bei 200 Grad für 8 Minuten backen. Ich fette die Formen immer mit einem Trennfettspray, kann man natürlich aber auch mit Butter. Anschliessend kochen wir ein Karamell und dünken dort vorsichtig die Madeleine rein. Die Madeleine wären wahrscheinlich so schon richtig geil, aber wir wollen sie ja übertreiben. Also kochen wir noch eine brennte Creme, das heisst Zucker karamellisieren lassen und ablöschen mit Milch. In einem separaten Schälchen tun wir die Maizena mit einem Schluck Milch anrühren und geben dann zu der kochenden Masse dazu. Sobald die Creme anfängt zu binden, kommt ein Ei dazu und der Rest von der Milch. Die Creme in einen Becher abfüllen, den eingeweichten Gelatine dazugeben, alles gut durchmixen und im Kühlschrank auskühlen lassen. Sobald die Creme fest geworden ist, kommt jetzt noch ein bisschen geschlagener Rahm dazu und dann können wir die Masse mit Hilfe eines Spritzsack direkt in die Madeleine reinspritzen. Wenn das nicht so gut funktioniert, kann man es auch einfach oben drauf spritzen.